Bei schweren Gefechten zwischen syrischen Regierungstruppen und Rebellen soll es zum Einsatz von Fassbomben gekommen sein. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura ist um die Zivilbevölkerung besorgt. De Mistura rief alle Parteien auf, die zivile Bevölkerung zu schützen. Erneut wandte er sich an die syrische Regierung, den Gebrauch von Fassbomben einzustellen. Dies teilte eine Sprecherin der Vereinten Nationen mit. In einer gestrigen Stellungnahme habe der Sondergesandte lokale Quellen zitiert, die den Einsatz einer hohen Anzahl von Fassbomben bestätigen. Die militärische Allianz, bekannt als Armee der Eroberung, habe zur Vergeltung schwere Geschosse auf zwei Dörfer in der Nähe von Idlib gefeuert. Dort sei eine große Anzahl von Zivilisten eingeschlossen. Idlib liegt etwa 650 Kilometer nordöstlich der syrischen Hauptstadt Damaskus. Bereits 2012 sollen syrische Regierungstruppen Fassbomben im Bürgerkrieg eingesetzt haben. Bei diesen handelt es sich um mit Sprengstoff und Metallteilen gefüllte Fässer, die aus Hubschraubern abgeworfen werden.